Liebe Brüder und Schwestern, liebe Mitbrüder im priesterlichen Dienstamt, lieber Herr Diakon, liebe geistliche Schwestern, die Sie heute hier in Heiligenkreuz in der Katharinenkapelle mit uns Studenten feiern. In 14 Tagen ist bereits Christtag. In genau 14 Tagen, am 25. Dezember, werden wir die Montagsmesse feiern und dann werden wir schon singen, zu Bethlehem geboren ist uns ein Kindelein. Ich möchte ganz kurz, weil diese Adventszeit eh so voll ist mit Andachten und allem und der Adventsstress ja auch mich betrifft, ich möchte ganz kurz drei Fragen beantworten. Was sollen wir von Jesus glauben? Anhand des heutigen Evangeliums, wo Menschen einen Gelähmten zu Jesus bringen und sogar das Dach durchschlagen, um diesen Gelähmten zu Jesus zu bringen, kann die Antwort nur lauten, wir sollen von Jesus das Heil erwarten. Jesus ist der Heiland. Unser Problem von uns westlichen Christen ist, dass wir von Gott nichts mehr erwarten. Wir glauben, alles selbst machen zu können. Wir haben keine Heilserwartungen mehr an Gott, weil wir selber unser Heiland, unsere Heilande sein wollen. Aber es gelingt nicht. Die psychischen Krankheiten nehmen zu, die Depressionen nehmen zu, wir werden mit politischen Situationen und ökologischen und politischen Krisen nicht fertig. Deshalb, was sollen wir von Jesus glauben, um uns gut auf Weihnachten vorzubereiten? Wir sollen von ihm glauben, das, was er ist. Er ist der Heiland. Sein Name ist Jesus, Jeshua, der Heiland, der das Heil bringt. Ein zweites. Was sollen wir von Jesus erwarten? Dieser Mann, der da zu Jesus gebracht wird, der erwartet natürlich von ihm Heilung. Er ist gelähmt, er liegt auf seiner Bahre, er erwartet ganz konkret körperliche Heilung. Und das darf er auch, so zeigt uns diese Begebenheit, das darf er auch. Er darf auch körperliche Heilung, also irdisches Heil, von Jesus erwarten. Es ist aber interessant, dass Jesus ganz anders sein Heilshandeln beginnt. Er vergibt ihm die Sünden. Jesus ist deshalb in die Welt gekommen, nicht um uns in diesem Leben glücklich zu machen, nicht um uns eben jetzt auf Erden eben jetzt zufriedenzustellen, er ist deshalb in die Welt gekommen, um uns mit dem Vater zu versöhnen. Wenn Jesus die Sünden vergibt, dann klingt auch immer das Thema des Kreuzes auf, denn Jesus vergibt die Sünden als der, der sein Leben hingeben wird zur Vergebung der Sünden. Wir werden es gleich jetzt bei der Heiligen Messe feiern. Mein Blut, das für euch, das für die vielen vergossen wird, zur Vergebung der Sünden. Er ist deshalb in die Welt gekommen, damit uns die Sünden vergeben werden. Weil diese Sündenvergebung, die Jesus aber dem Gelähmten zuspricht, unsichtbar ist, deshalb nur wirkt er dann das irdische Heil, damit die Menschen auch anerkennen, dass er wirklich die Vollmacht hat, Sünden zu vergeben. Das Weihnachtsfest öffnet sich deshalb immerhin auf das Geheimnis des Kreuzes. Weihnachten ist immer der Blick auf dieses Kind, das in der Krippe liegt und nur deshalb in die Welt gekommen ist, um sein Leben für uns am Kreuz hinzugeben. Das fließt ganz tief zusammen im Geheimnis von Weihnachten. Die Erlösung eben jetzt durch sein Kreuz, das er uns schenken möchte. Und das dritte und letzte ist die Konsequenz für uns, wenn Weihnachten das Fest des kommenden Gottes ist, der uns das Heil bringen möchte und die höchste Form dieses Heils in der Vergebung der Sünden besteht. Was bedeutet das für uns jetzt konkret im Advent, für euch, liebe Studenten, für die es eh selbstverständlich ist, aber für euch auch, die vielen, die jetzt zuschauen, in den entlegensten Gegenden des deutschen Sprachraums, bis nach Argentinien und Australien, wo ich weiß, wo sich die Leute im Livestream einhängen. Was bedeutet das für uns? Wodurch wird es hell in unserem Leben? Ich durfte ja jetzt dieses Wochenende, in einer ganz entlegenen Gegend missionarisch unterwegs sein. Ich habe in der Schweiz Einkehrtage gehalten. Nächste Woche bin ich auch in so entlegenen Gegenden unterwegs. Da bin ich in Afrika, in Tansania. Und das war schon sehr berührend in der Schweiz, weil so viele gekommen sind, die hier Studenten kennen oder sogar Verwandte haben. Und so viele, die mir gesagt haben, dass diese Montagsmesse für sie so ein großer Segen und so eine Quelle eben jetzt des Gebetes und der Gnade ist, die über Radio verbunden sind, die über EWTN verbunden sind, über das Fernsehen. Und ich war übrigens in Mosenhang, das ist ein ganz berühmter Ort in der Schweiz,
denn das ist einzigartig. Dort gibt es den größten Adventkranz der Welt. Den größten Adventkranz der Welt. Das ist so ein Gebinde mit riesigen Kerzen, die sind 5 Meter hoch. Ja, die haben sie aufgestellt, Durchmesser von 80 Metern eben jetzt. Und auch ein Zeichen dafür, der Adventkranz, die Menschen wollen, dass es heller wird. Aber was sind die Konsequenzen des heutigen Evangeliums? Gott kommt, um uns Heil zu bringen, und die höchste Form des Heiles ist die Sündenvergebung. Was müssen wir dann machen, um ordentlich Weihnachten zu feiern? Ich habe es die Antwort schon gegeben im Herzen. Traut euch die zu sagen, wir müssen zur Beichte gehen. Leute, es führt an der Beichte kein Weg vorbei. Es ist alles ganz einfach. Ja? Man braucht da nicht herumkompliziert sein. Der katholische Glaube ist ganz einfach, weil er dem Evangelium entspricht und weil die Sakramente der Kirche ja die Ausfaltung dessen sind, was Jesus uns an Heil bringen möchte. Ein richtiges Weihnachtsfest wirst du nur haben, wenn Jesus auch zu dir sagt, wenn du es zulässt, dass er auch zu dir sagt, deine Sünden sind dir vergeben. Amen.